Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause ganz einfach einen leckeren Glühwein selber machen könnt. Dafür brauchen wir eine unbehandelte Zitrone und zwei unbehandelte Orangen. Orangen und Zitrone zunächst mit einem Messer in dünne Scheiben schneiden und anschließend zusammen mit 75 Gramm braunem Zucker, ein Päckchen Bourbon Vanillezucker, einer Zimtstange, 4 bis 5 Nelken und 1 bis 2 Sternanis in einen Topf geben. Das Ganze mit einem Liter Rotwein aufgießen. Ich habe hier einen halbtrockenen Dornfelder verwendet. Ihr könnt aber auch jeden anderen Wein verwenden, der euch schmeckt. Alles einmal kurz umrühren und anschließend bei mittlerer Hitze erwärmen. Den Glühwein dabei aber nicht zum Kochen bringen, sondern lediglich heiß werden lassen. Denn sobald der Glühwein kocht, verdampft auch der Alkohol. Die Temperatur also rechtzeitig herunterschalten und den Glühwein mit geschlossenem Deckel etwa 30 Minuten ziehen lassen. Ab und zu den Deckel mal abnehmen, alles einmal kurz umrühren und wie gesagt aufpassen, dass der Glühwein nicht anfängt aufzukochen. Nach ca. 30 Minuten ist der Glühwein fertig und wir können den Zuckerrand für die Gläser vorbereiten, das heißt jedes Glas bis zum Rand einmal kurz in Wasser und danach in eine Schüssel mit Zucker tauchen. Wenn das erledigt ist, den heißen Glühwein in die Gläser füllen und den Glühwein anschließend eventuell mit einem Strohhalm und einer Zuckerstange garniert servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Thank you.